Herr Klofft, die Europäische Kommission hat für Dienstag ja eine neue Handelsstrategie angekündigt. Und was schon durchgesickert ist, was als sicher gelten kann, ist, dass diese Handelsstrategie eine sehr starke Exportorientierung haben wird. Wie bewerten Sie das aus gewerkschaftlicher Perspektive? Ja, für die Gesamtökonomie kann ich sagen, Export nicht um jeden Preis. Denn überall da, wo Exportstrategie im Vordergrund steht, steht häufig die Masse vor der Klasse. Und überall, wo wir auf Exportstrategie setzen, machen wir es abhängig von den Weltmärkten. Was das uns eingebracht hat, haben wir in den letzten 2-3 Jahren gesehen. Was wir brauchen, ist eine stärkere Binnennachfrage für Deutschland, für Europa. Und bei Exportstrategien müssen wir darauf achten, dass wir in Exporthandlungen Erzeuger vor Ort nicht unterdrücken, denn Masse erzeugt prekäre Beschäftigung. Ein zweiter Reformprozess, der im Moment im Gange ist, ist ja die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik für die Zeit nach 2013. Hier setzt der Bauernverband und die Ernährungsindustrie setzen ja sehr stark auf eine Senkung der Erzeugerpreise, mehr Produktion, billige Rohstoffpreise für die Ernährungsindustrie. Und Entwicklungsorganisationen kritisieren, dass dadurch die Exporte in Entwicklungsländer zunehmen können und dortige Preise, beispielsweise für Milchpulver, für Fleischprodukte und dergleichen, unterboten werden auf den lokalen Märkten und dort die Erzeuger dann von ihren Märkten verdrängt werden, letztendlich sogar das Recht auf Nahrung bedroht wird. Wie schätzen Sie das ein als NGG? Ja, wir brauchen Regeln. Wir brauchen klare Regeln. Marktfreiheit kann nicht zulasten der Menschen in den Drittländern werden. Darf nicht zur Belastung für Drittländer führen. Wir brauchen Regelungen für diesen freien Handel. Wir brauchen Beschränkungen auf den Warenterminbörsen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Für stabile Preise sind Warenterminbörsen, so wie es aussieht, notwendig. Aber wir müssen die Spekulanten daraus haben. Diese Grenzen brauchen wir ganz, ganz dringend, weil wir kennen die Effekte, wir kennen die Effekte aus unserem Bereich, aus der Milch, aus der Fleischwirtschaft, auf die Erzeugerstaaten. Wir müssen durch die Handelspolitik, durch Mindestpreise, durch Standards, durch soziale Standards dafür sorgen, dass in den Drittländern Wirtschaft gestärkt wird und nicht geschwächt wird. Brauchen wir nicht auch eine andere Agrarpolitik in der EU? Ja, also wir müssen gucken, was 2013 passiert. Diese Regeln müssen wir bringen in der EU. Wir brauchen als EU die Selbstverpflichtung dafür.